Ich begrüße Sie alle ganz herzlich. Ich möchte mal sagen, dass die Stiftung, die parteinahen Stiftungen, eine ziemlich geniale Erfindung in der Bundesrepublik Deutschland sind. Ich habe mit verschiedenen deutschen Botschaftern gesprochen, die mir erzählt haben, die anderen Botschafter beneiden sie darum, weil das ja immer Büros sind, die zu außerparlamentarischen Bewegungen, zur Wissenschaft, zur Kulturszene, natürlich auch zur Regierung, auch zum Parlament, aber auch zu diesen Einrichtungen Kontakte halten. Und da kann man sehr viel Arbeit leisten, was einer Botschaft so gar nicht möglich ist. Und deshalb glaube ich, dass das sehr klug war, dass wir von Anfang an hier um Chancengleichheit gekämpft haben und sie auch schrittweise durchgesetzt haben. Nun soll ich zur Außenpolitik sprechen, nun habe ich mich natürlich auch entsprechend vorbereitet. Das heißt, jetzt müssen Sie sich einfach einen richtigen Vortrag anhören. Kann ich auch nicht ändern. Das weiß ich, dass das am Freitag, den 13., eine ziemliche Zumutung ist. Ich finde übrigens auch spannend, dass es in keinem deutschen Flugzeug eine Reihe 13 gibt. Ne? Sondern nach 12 kommt immer 14, wegen des Aberglaubens der Leute. Aber fliegen tun sie am 13. Also das ist nur auch wieder idiotisch. Wenn schon, denn schon. Also, als die Linke 2005 wieder in den Deutschen Bundestag einzog, führte Deutschland seit 4 Jahren Krieg in Afghanistan. Allerdings wurde den Bürgerinnen und Bürgern von Politik und Medien versucht, glaubhaft zu machen, es handle sich um ein beinahe durch und durch friedliches Brunnenbaumandat. Zwar hatte die deutsche politische Öffentlichkeit seit dem NATO-Krieg in Jugoslawien akzeptiert, dass Deutschland seit 1945 wieder aktiv Krieg führte, doch waren Kommentatoren wie auch etablierte Parteien ausgesprochen zaghaft, die Vokabel Krieg überhaupt zu benutzen. Auch deswegen konnte sich die Linke außerparlamentarisch mit ihrer Antikriegsposition profilieren. Und neben unserer Position gegen Sozialabbau war und ist diese Position für Frieden ein wichtiger Faktor für die Zustimmung zur Linken. Wir haben unsere Aufgabe auch daran gesehen, zu Kriegen Krieg zu sagen und die unverzügliche Beendigung der deutschen Kriegsbeteiligung zu fordern. Dieser Haltung ist die Linke treu geblieben und ich kann mir nur wünschen, dass sie es bleibt. Aber für uns ist nicht nur die Linie der Verlässlichkeit wichtig, sondern es gibt viele Fragen, die sich mit der Zeit stellen und einige davon sollte man ansprechen. Erstens, Deutschland hat seine Rolle außenpolitisch noch nicht gefunden. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Ich nenne nur Stichworte: Geschichte, NS-Zeit, Verhältnis zur USA, Ausrichtung überhaupt an Supermächten etc. Also, die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland macht, betrachtet man sie einigermaßen deskriptiv, den Eindruck, als fehlten ihr die Koordinaten, die zur Orientierung nun einmal nötig sind. Zunächst gibt es dafür historische Gründe. Nach der Zerschlagung des NS-Regimes und der Beendigung des von den Nazis entfesselten Krieges und angesichts der schwersten Verbrechen, für die Deutschland die Verantwortung trägt, war die Wiederherstellung deutscher Staatlichkeit nur möglich durch faktische Akzeptanz der Zweistaatlichkeit und durch die Integration beider deutscher Staaten in gegnerische Bündnisstrukturen. Das bedeutete eine starke Anlehnung an die USA beziehungsweise an die UdSSR. Und nur im Rahmen dieser Prämissen war eingeschränkt außenpolitische Souveränität der beiden deutschen Staaten möglich. Die alte Bundesrepublik wurde zusätzlich in den westeuropäischen Integrationsprozess einbezogen. Der asymmetrische Charakter der Wiederherstellung der staatlichen Einheit Deutschlands zeigte sich unter anderem daran, dass die vergrößerte Bundesrepublik Mitglied der NATO blieb, obwohl mit dem Zerfall des Staatssozialismus zunehmend unklar wurde, worin der Zweck der NATO eigentlich noch bestehen könnte. Warum komme ich überhaupt auf den Gedanken, dass der deutschen Außenpolitik ein klarer Orientierungsrahmen fehlt? Ich möchte das anhand von Kriegseinsätzen verdeutlichen. Das Jahr 1999 bedeutete für die deutsche Außenpolitik einen Wendepunkt. Erstmals seit 1945 war Deutschland wieder an einem Angriffskrieg ohne jede völkerrechtliche Legitimation beteiligt. Die Schröder-Fischer-Regierung setzte in der Außenpolitik auf Militär,
oder sagen wir mal auch auf Militär. Und ebenso nach dem 11. September 2001, als sich die Bundesregierung, wie inzwischen bekannt ist, den USA geradezu andiente, bei dem Krieg in Afghanistan mitmachen zu dürfen. Bemerkenswert ist, dass den USA beim Irakkrieg die offene deutsche Unterstützung versagt blieb. Das öffentlich mobilisierte Argument, dieser von Bush Jr. geplante Krieg sei völkerrechtswidrig, war zwar formal und inhaltlich richtig, jedoch wenig glaubwürdig, denn Völkerrechtswidrigkeit hatte die Bundesregierung nicht vom Kosovo-Krieg abgehalten. Das war zwar kein Aufstand von Rot-Grün gegen die US-amerikanische Aggressionspolitik, dazu wäre mehr Konsequenz erforderlich gewesen, wenigstens die Aussetzung aller passiven Unterstützungsleistungen, aber es war die Demonstration dessen, dass man kein stets getreuer Vasall der USA mehr sein wolle. Natürlich, es war auch Wahlkampf und SPD und Grüne mussten wegen rot-grüner Politik irritierte Anhänger mobilisieren. Gleichzeitig markierte diese Verweigerungshaltung aber auch ihre Grenzen. Nie war man dazu bereit, die sogenannte internationale Verlässlichkeit in Frage stellen zu lassen, was im Klartext bedeutete, bestehende Abkommen werden nicht angetastet, nicht einmal zeitweise ausgesetzt. Trotzdem darf man die Bedeutung dieses Neins nicht unterschätzen. Spätestens mit der schwarz-gelben Bundesregierung verschoben sich die Schwerpunktsetzungen erneut. Die Ambitionen, in der ersten Reihe der Weltpolitik tonangebend mitspielen zu wollen, machten einem Stilplatz anstelle des Muskelspiels von Schröder und Fischer doch eine leisere Politik zu gestalten, die sich wieder mehr zur Aufgabe machte, deutsche Interessen, darunter insbesondere ökonomische, in der Welt zu vertreten. Gerade das Agieren während des sogenannten arabischen Frühlings demonstrierte, dass man Türen zu allen Konfliktparteien ein Spalt breit offen wollte und dass man zugleich zur Kenntnis nahm, dass sich die vor allem wirtschaftlichen, globalen Gewichte verschoben haben. Angesichts des Aufstiegs der BRICS-Staaten, also Brasilien, Südafrika, Indien, Jüde? Russland ist noch ein Sonderfall. Also nochmal, Brasilien, Indien, Russland. Das ist trotzdem, und Südafrika, das ist deshalb spannend, weil die israelische Regierung eins nicht begriffen hat. Sie haben eine Weltmacht an ihrer Seite, das sind die USA. Diese Weltmacht verliert aber täglich ein Stück an Bedeutung. Und es kommen andere Mächte hoch. Diese vier, da gehört noch China dazu. Und die stehen nicht besonders an der Seite Israels. Wenn sie klug wären, würden sie jetzt versuchen, einen Frieden mit Palästina unter Herstellung von zwei sicheren, lebensfähigen Staaten zu schließen, weil sie jetzt viel bessere Chancen haben als in 10, 15 oder 20 Jahren. Also es ist auch interessant, dass solche Einsichten komischerweise nicht wachsen. Aber zurück. Also, angesichts des Aufstiegs der BRICS-Staaten erscheint die außenpolitische Fixierung auf die USA eben auch überlebt. Neben einer gewissen genscheristischen Tradition einer Außenpolitik der zweiten Reihe spielte hier auch die Erkenntnis eine Rolle, dass die lang andauernden Auslandseinsätze auf dem Balkan und in Afghanistan nicht den gewünschten Erfolg erzielt haben, große und dauerhafte Kosten verursachen und in der Bevölkerungsmehrheit nach wie vor abgelehnt werden. Wir werden sehen, wie die Große Koalition, so sie zustande kommt, woran ich wenig Zweifel habe, ihre Außenpolitik anders gestalten wird. Es könnte sein, wenn ich an Libyen und Syrien denke, dass wir uns doch nochmal nach Guido Westerwelle zurücksehen. Ich kann das nicht ausschließen, weil die SPD diesbezüglich eine andere Haltung an den Tag legt. Weiterhin haben sich die beiden Strukturen, in denen Deutschland am aktivsten ist, nämlich NATO und Europäische Union, stark verändert. Die Kriege im Kosovo und in Afghanistan sind als missglückte Versuche zu werten, der NATO eine neue Legitimation als Weltordnungsmacht zu verleihen.
Großinterventionen wie in Afghanistan oder im Irak werden für einige Zeit schwerer zu vermitteln sein. Neuesten Umfrage zufolge sind die Amerikanerinnen und Amerikaner so kriegsmüde wie schon lange nicht mehr. Zudem haben der Irakkrieg, dann auch die Intervention in Libyen und die offene Uneinheitlichkeit des Westens beim Bürgerkrieg in Syrien gezeigt, dass es innerhalb der NATO schwere Interessendivergenzen gibt. Das bedeutet natürlich nicht, dass sie sich morgen auflösen wird. Das kann aber bedeuten, dass sowohl die transatlantischen Beziehungen als auch die NATO selbst nicht mehr der allererste Bezugspunkt deutscher Außenpolitik sein müssen. Aber auch die USA selbst vermitteln nicht den Eindruck, gemäß einer nachvollziehbaren Rationalität zu handeln. Ihr Krieg gegen den Terror ist zwar Legitimationskulisse für allerlei Maßnahmen, für die der Ausdruck Terror schon recht passend wäre, aber genau hier sind sie nicht einmal mehr konsistent. Während in Afghanistan und Pakistan Krieg gegen Taliban und Al-Qaida-Formationen geführt wird, werden ähnliche Truppenteile in Syrien aufgerüstet, die dann zu einer ernstzunehmenden Bedrohung auch für Israel werden könnten, mit dem man angeblich verbündet ist. Zuletzt haben die USA sich fast in einen Krieg mit Syrien hineinziehen lassen. Den rationalen Part spielten nicht die USA, sondern Russland. Durch eine russische Initiative kam die Abmachung zustande, die chemischen Kampfstoffe zu vernichten. Und seitdem haben in der Heute-Sendung und in der Tagesschau-Sendung die Berichte über die vielen Opfer des syrischen Bürgerkrieges aufgehört. Es hat die Vorbereitung auf einen Krieg aufgehört. Und es ist auch interessant zu sehen, wie die Medien daran sich beteiligen und beteiligen lassen. Die EU hat ihr außenpolitisches Profil durch die Schaffung des Europäischen Auswärtigen Dienstes zwar geschärft, ist sich aber in den zentralen außenpolitischen Fragen Kosovo, Nahostkonflikt, Libyen, Syrien uneinig geblieben. Vielleicht hat sie auch deswegen auf Afrika und seine sogenannten Failing States als gemeinsames Handlungsfeld verlegt. Dabei hat die EU-Außenpolitik inzwischen auch eine starke militärische Komponente. In Afrika gibt es bereits einige EU-geführte Militärmissionen. Das deutsche Verhältnis zur EU ist nicht unproblematisch. Im Zuge der ökonomischen Krise hat sich gezeigt, dass Finanzpolitik keinesfalls frei von Symboliken ist, die sonst vor allem der klassischen Außenpolitik anhaften. Wenn in Griechenland unangebrachte Vergleiche zwischen dem Nationalsozialismus und der deutschen Regierung gemacht werden, dann wird deutlich, dass es zwischen den Staaten um mehr als um Verhandlungen geht. Seit dem Regierungswechsel in Frankreich fällt der Kanzlerin allein die Rolle zu, ein westeuropäisches Zentrum der EU, das diese mit starker Hand führt, zu repräsentieren. Und natürlich fühlt sie sich in Brüssel wohler als in Berlin. Weil in Brüssel kann sie immer sagen, das macht Deutschland nicht mit. Punkt. In Berlin kriegt sie Widerspruch. Und das mag sie nicht. Letzteres kann ich verstehen. Seit dem Regierungswechsel nicht wirklich. Seit dem Regierungswechsel in Frankreich fällt der Kanzlerin also allein diese Rolle zu. Wohlmöglich haben sich in der Europapolitik die Schattenseiten der deutschen Politik bisher am deutlichsten gezeigt. Eine Politik, die vor allem die eigenen ökonomischen Interessen wohlstandschauvinistisch absichert, verschärft die soziale Ungleichheit in der jeweiligen betroffenen Region und destabilisiert die Union. Der in den 90er Jahren übliche Jargon, dass man außenpolitisch nur in NATO und EU eingebunden agieren würde, ist zwar noch üblich, hat aber seine Unschuld längst verloren. Die Frage ist nicht länger, dass wir in den genannten Strukturen agieren, sondern wie wir so agieren, dass sie sich ernsthaft ändern können. Zweitens, wir sind nun die erste Macht in Europa. Innerhalb der Europäischen Union ist die Bundesrepublik die stärkste ökonomische Macht. Das ist für sich weder gut noch schlecht, es ist erstmal so. Die Frage ist eine andere, was fängt dieses Land damit eigentlich an? In der Krisenbewältigungspolitik sieht die Bilanz verheerend aus. Den sogenannten Krisenstaaten wurde ein Austeritätsprogramm aufgezwungen.
Zwar ist es überhaupt nicht unsittlich, für Kredite Auflage einzufordern. Wenn die Auflagen aber dergestalt sind, dass Krisenkosten auf die Bevölkerung abgewälzt werden, damit die großen Finanzkonzerne sich schadlos halten können, dann sind sie mehr als falsch. Wenn sie auch noch dazu führen, dass Krankenhäuser nur für Zahlungskräftige betretbar sind und dass Wirtschaftseinbrüche in Kauf genommen werden, die es sonst nur in Kriegszeiten gibt, dann ist die Außenpolitik völlig indiskutabel. Länder wie Griechenland, Spanien und Portugal benötigen Aufschwung, nicht Abschwung. Dazu wäre eine völlig andere Kreditpolitik sinnvoll gewesen. Parallel zu dieser destruktiven Krisenpolitik hat die Bundesregierung die Europäische Union in ein Regime des Exekutivföderalismus transformiert. Demokratische Mitbestimmung ist dabei nicht vorgesehen. Aber jenseits dieses Komplexes ist die deutsche Politik in Europa auch nicht berauschend. In einigen Staaten Osteuropas ist ein rasanter Verfall der Demokratie auszumachen. In Bulgarien, auch verschärft durch die krisenhafte Entwicklung des Landes, ist die rechtsradikale Ataka-Partei seit längerem in der Lage, Regierungen bei Parlamentsabstimmungen zu unterstützen. In Ungarn haben Rechtspopulisten eine Zweidrittelmehrheit, die sie auch kräftig nutzen, um das Land in eine autoritäre Herrschaftsstruktur umzuwandeln. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass diese Tendenzen des Demokratiezerfalls in der deutschen Europapolitik keine sonderliche Besorgnis auslösen. Stattdessen ist man daran interessiert, die Konflikte in der Ukraine zu verschärfen. Nun komme ich drittens zur Unterwürfigkeit gegenüber den USA. Also eigentümlich mutet da das duckmäuserische Verhältnis zu den USA an, wie es sich zuletzt bei dem NSA-Skandal zeigte. Die Grundrechte von Millionen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern sind der Bundesregierung offensichtlich gleichgültig. Aber mehr noch, Spionage einer fremden Macht in Deutschland ist eine Angelegenheit für staatsanwaltschaftliche Ermittlung. Es gibt Ausnahmen, wenn es sich um einen befreundeten Dienst handelt, ist dessen Tätigkeit dann nicht strafbar, wenn sie im Einvernehmen mit den zuständigen Sicherheitsapparaten Deutschlands stattfindet. Das bedeutet dann entweder, der BND wusste etwas, was er nicht für mitteilungsbedürftig gehalten hat, Abhören der Kanzlerin, oder er wusste nichts, was bedeutet, dass die Staatsanwaltschaft mehr machen müsste als Dienst nach Vorschrift. Mal abgesehen davon, dass ich sage, wenn drei Dienste von alledem nichts mitbekommen haben, sind sie sowas von überflüssig, dass man schon dann über ihr Ende nachdenken muss. Und wenn Sie es mitbekommen und unterstützt haben, dann haben Sie sich grundgesetzwidrig verhalten und müssen selbst Ermittlungen über sich ergehen lassen. Und wenn Sie es mitbekommen haben, aber nicht unterstützt haben, an die Bundesregierung informiert haben und die nichts gemacht hat, hat die Bundesregierung ihren Amtseid schwerwiegend verletzt. Und wenn Sie es mitbekommen haben, nicht unterstützt haben und die Bundesregierung nicht informiert haben, haben Sie wiederum eine schwerwiegende Pflichtverletzung begangen. Die kommen nicht raus. Deshalb ist auch ein Untersuchungsausschuss wichtig, um das Ganze einigermaßen zu versuchen aufzuklären. Aber es gibt kein erkennbares Klärungsinteresse seitens der Bundesregierung. Neuerdings auch nicht mehr seitens der SPD. Das deutet darauf hin, dass man es gar nicht so genau wissen will. Es deutet darauf hin, dass zu den USA kein souveränes Verhältnis Deutschlands besteht. Natürlich hat es Zeiten gegeben, da konnte man uns Deutschen nicht über den Weg trauen. Da wollten die USA und auch alle anderen Siegermächte des Zweiten Weltkrieges genau darüber unterrichtet sein, was sich in Deutschland wo tut. Das war mehr als verständlich. Aber die Nachkriegszeit ist vorbei. Eigentlich könnte man erwarten, dass es klare und unmissverständliche Reaktionen auf solche Vorkommnisse gibt. Und die USA führen ja, wenn auch gegen unseren Willen, mit Deutschland gemeinsam Krieg in Afghanistan und behandeln uns immer noch wie so eine Art Kriegsgegner. Ich meine, das passt doch überhaupt nicht zusammen. Und ich wundere mich, wie zögerlich die Bundesregierung darauf reagiert. Aber auch die herrschende politische Klasse der Bundesrepublik hat sich festgefahren. Die transatlantische Partnerschaft wird immer mehr mystifiziert. Der Begriff der Wertegemeinschaft ist reine Ideologie. Ich weiß nicht, welche Werte damit gemeint sein sollen. Auch die Entführung von Menschen, die in Geheimlagern unter Anwendung von Folter jahrelang festgehalten werden. Auch die extralegale Tötung als normale Praxis im asymmetrischen Krieg.
auch Angriffskriege? Ich bin geneigt, hier von einer Verrohungsgemeinschaft zu sprechen. Kommen wir zum internationalen Gewicht. Jährlich sterben weltweit 18 Millionen Menschen durch Hunger oder den Folgen von Hunger. Die landwirtschaftliche Produktionskapazität reicht dagegen aus, das Doppelte an Nahrungsmitteln zu produzieren, als durch die gesamte Weltbevölkerung konsumiert werden könnte. Das Hungerproblem ist also kein Problem von Überbevölkerung. Wir haben ein Verteilungsproblem, nicht nur innerhalb der einzelnen Gesellschaften, sondern auch im Verkehr zwischen den einzelnen Gesellschaften. Man spricht von Unterentwicklung und ungerechten Arbeitsteilungen in der Weltwirtschaft. Man könnte auch vom globalen Kapitalismus sprechen. Und das Interessante ist, es gibt nicht einen einzigen Wirtschaftsboss, nicht einen einzigen Politikchef oder eine Wirtschaftsbossin oder eine Politikchefin, die du befragst und die ernsthaft wollen, dass Menschen verhungern. Das glaube ich auch gar nicht. Das wollen die gar nicht. Das Problem ist, wieso ist es nicht zu verhindern? Auf diese Frage müssen wir eine Antwort finden. Und das versuchen den Leuten zu erklären, dass das Strukturfragen sind, die man dringend verändern muss. Natürlich gibt es Leute, denen das gleichgültig ist, die daran verdienen, das weiß ich sehr wohl. Aber ich will nur sagen, so, es ist ja nicht der unmittelbare Wille, sondern das kommt halt einfach dabei heraus. Und darüber müssen wir uns Gedanken machen. Und das ist einer der Gründe, weshalb ich demokratischer Sozialist geblieben bin, weil ich diese Art von Strukturen nicht akzeptieren kann. In der Bundesrepublik hört man oft die Rede von der gewachsenen internationalen Verantwortung Deutschlands, von seinem größeren Gewicht etc. Nur einmal angenommen, das würde so stimmen, dann vermisse ich doch, was sich beim eben ausgesprochenen Thema wiederfindet. Die sogenannte ODA-Quote gibt den Anteil der öffentlichen Ausgaben am Bruttosozialprodukt an, der in Projekte der Entwicklungszusammenarbeit investiert wird. Deutschland verfehlt hier nicht nur seine selbstgesetzten Ziele, nämlich 0,5% im Jahr 2010, tatsächlich waren es dann nur 0,38%. Es befand sich 2010 auch im schlechten Mittelfeld der OECD-Staaten. Es gibt keine erkennbare Strategie, der eigenen Wirtschaftskraft gemäße Beiträge zu leisten. Ähnlich lax handhabt die Bundesregierung humanitäre Hilfe. Die Bereitschaft, 5000 syrische Flüchtlinge aufzunehmen, mutet kleinlich an gegenüber den Belastungen, die der Libanon oder die Türkei diesbezüglich bewältigen müssen. Die G8-Treffen, an denen Deutschland teilnimmt, wären vielleicht ein Ort auch für entwicklungspolitische Themen. Aber was dort tatsächlich stattfindet, sind weitgehend unverbindliche Verständigungen über die jeweiligen Interessen, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wirtschaftlich, weltwirtschaftlich verfolgen. Damit gehen sie am Problem einer ungerechten Weltwirtschaftsordnung vorbei. Sie verstärken diese Ungerechtigkeit sogar. Deswegen sind auch die regelmäßigen Proteste, die bei derartigen Gipfeln stattfinden, berechtigt. Allerdings müssen wir auch eins sehen. Wir haben eine Weltwirtschaft und keine Struktur für Weltpolitik. Die UNO kann es noch nicht leisten. Sie ist nicht entsprechend gerüstet und deshalb bilden sich solche Ersatzgremien. Sowohl das G8 als auch das G20-Gremium sind natürlich der Versuch, so etwas Ähnliches wie Weltpolitik zu gestalten, aber auf höchst undemokratische Art und Weise und unter Ausschluss vieler Gesichtspunkte, Länder und Menschen. Die nicht unbedeutende Wirtschaftsmacht Deutschland unternimmt nichts, um an dieser unbefriedigenden Situation grundsätzlich etwas zu verändern. Das zeigt das herrschende entwicklungspolitische Paradigma. Immer noch sind entwicklungspolitische Leitbilder im Umlauf, die in die falsche Richtung zielen. Unter dem Stichwort der Good Governance sammeln sich Empfehlungen, die auf Liberalisierung der Märkte und die Schaffung eines günstigen Investitionsklimas fixiert sind. Dass damit keine einzige Frage angeschnitten wird, die die Dynamik von Unterentwicklung berühren könnte, interessiert die Befürworterinnen und Befürworter von Good Governance nicht. Zentral für ein Entwicklungsprojekt bleibt jedoch die Frage, wie die wirtschaftliche Souveränität einer Volkswirtschaft gestärkt werden kann. Das reicht von der Nahrungsmittelsouveränität bis zu strukturellen Veränderungen der internationalen Arbeitsteilung. Noch immer werden Entwicklungsländer abgeschöpft, ohne dass sie dabei
eigene Wertschöpfungsketten schaffen können. Man muss leider auch zur Kenntnis nehmen, dass Deutschland bei der Lösung von internationalen Konflikten nicht gerade eine Vorreiterrolle spielt. Wir erinnern uns, der Angriff der USA und der sogenannten Koalition der Willigen auf den Irak wurde mit der Behauptung legitimiert, dass der Irak über Massenvernichtungswaffen verfüge. Die vorgelegten Beweise waren so wenig glaubhaft, dass weder der UN-Sicherheitsrat noch die Gesamtheit der NATO-Staaten davon überzeugt waren. Entlang der Kriegsfrage war die NATO gespalten. Nach dem Krieg war klar, die USA und Großbritannien haben eine Propagandalüge zusammengebastelt, die Massenvernichtungswaffen gab es nicht. Wohl auch aus dieser Erfahrung heraus wollte die deutsche Außenpolitik zusammen mit europäischen Partnern demonstrieren, wie man Abrüstungspolitik richtig macht. Demonstrationsobjekt sollte der Iran sein, der im Verdacht stand und steht, ein Atomwaffenprogramm zu verfolgen. Auch wenn die Datenlage zu widersprüchlich ist, um diesen Verdacht sicher zu verifizieren, wird er seither als Prämisse gehandelt. Deutschland und seine europäischen Partner versuchen seither durch einen Mix aus Verhandlungen und Sanktionspolitik den Iran dazu zu bringen, eine Einigung mit der Internationalen Atomenergiebehörde herzustellen. Den Kontrapunkt dazu bilden Überlegungen in Israel, das iranische Atomprogramm militärisch zu beenden. Heute müssen sich alle eingestehen, gleichgültig welche Lösung das Problem sie bevorzugt hätten, dass weder die Drohung mit Luftschlägen noch das Anziehen der Sanktionsschraube am Verhalten des Iran irgendetwas änderten. Deshalb stagnierte auch die Iran-Strategie. Die neuesten Entwicklungen, dass sich der Iran mit der IAEA doch auf einen Kontrollmodus einigen konnte, hat wieder etwas Hoffnung gemacht. Nur entsprangen diese, auch wenn sich das Deutschland und die EU als Erfolg anrechnen werden, nicht aus der Sanktionspolitik, sondern aus einem Machtwechsel im Iran. Außerdem hatten die USA kein Interesse, sich in einen israelisch-iranischen Konflikt hineinziehen zu lassen. Es war gerade das Scheitern der Interventionsdrohung, das dem neuen Präsidenten Hassan Rouhani die Möglichkeit gab, den Verhandlungsweg zu beschreiten. Nun komme ich fünftens zur Frage, wie verbindlich unsere Vergangenheit ist. Die Frage, wie verbindlich die deutsche Vergangenheit für die heute Lebenden ist, wird gern mit einem Ablenkungsmanöver beantwortet. Verantwortung, so sagt man dann gern, sei stets nur individuell zurechenbar. Wenn die Generation der NS-Täter ausgestorben oder nur noch in Spuren in der deutschen Bevölkerung anzutreffen sei, so müsste der Verantwortungsbegriff versagen. Nun stimmt ein solches Argument ja nur dann, wenn der Begriff der Verantwortung tatsächlich nur jene rechtliche Dimension hätte. Dabei wird unterschlagen, dass Konsequenzen der NS-Verbrechen weiterlaufen. Eine Konsequenz ist das Bestehen des Staates Israel. Seine Existenz hat aufs Engste damit zu tun, dass die zionistische Bewegung durch den nationalsozialistischen Holocaust ein historisches Recht bekam. Wer konnte dem zionistischen Kerngedanken, dass die Jüdinnen und Juden nur an einem eigenen Staatswesen Schutz vor antisemitischer Verfolgung haben werden, noch ernsthaft widersprechen? Und heute sehen wir, dass eine solche Lösung für Sinti und Roma nicht gefunden wurde, sodass sie nach wie vor viel stärkeren Diskriminierungen ausgesetzt sind, weil es keine Regierung gibt, die sich wirklich für sie einsetzt. Eine andere Konsequenz war die Zweistaatlichkeit Deutschlands, was immer vergessen wird. Es wird so getan, als ob die irgendwie aus der Luft geflogen sei, etc. In Wirklichkeit war es natürlich so, dass das eine der Bedingungen am Ende des Weltkrieges war. Es gab ja sogar britische Vorstellungen von einer Vierteilung und so weiter. Ich will gar nicht weiter darauf eingehen. Und diese Zweistaatlichkeit wäre auch so weitergelaufen, wenn der Staatssozialismus nicht kollabiert hätte. Aber es gibt eine Reihe weiterer moralischer Verpflichtungen, die aus der NS-Vergangenheit resultieren. Etwa die Einsicht, dass Menschenwürde ein höheres Gut sein muss als irgendwelche Gebote staatlicher oder wirtschaftlicher Interessen. Eng damit verbunden ist die Einsicht, dass alle Erscheinungen von Rassismus, Antisemitismus und anderen menschenfeindlichen Ideologien bekämpft werden müssen. Derartige Pflichten verweisen auf einen anderen Begriff der Verantwortung, nämlich den Begriff des verantwortlichen Handelns.
Verantwortliches Handeln verweist aber auf Einsichten, die auch aus historischer Erfahrung resultieren. Sicher haben die meisten Menschen keine unlauteren Absichten und Hintergedanken, wenn sie sich Deutschland als eine normale Nation wünschen. Dennoch ist vor Begriffen wie Normalität auch zu warnen. Schnell ist man im Fahrwasser eines Entlastungs- und Relativierungsdiskurses. Das macht es schwierig, in unserem Land Begriffe wie nationale Souveränität zu verwenden. Jeder hört bzw. vermutet da etwas anderes. Und natürlich, es ist ja auch nicht klar, was das sein soll. Erstens, wer ist der Souverän? Der Machthaber? Die Regierung? Der bürokratische Regierungsapparat? Die Wirtschaft? Das Staatsvolk? Zweitens, worin besteht Souveränität? Besteht sie prozedural oder substanzhaft? Drittens, ist Souveränität zwingend an Staaten gebunden? Viertens, quer zu diesen Fragen, gibt es denn noch nationale Souveränität und wenn ja, wem gegenüber? Das sind nur einige Fragen, die einem sofort durch den Kopf gehen. Eine andere Sorte der Fragebildung hängt mit der deutschen Geschichte zusammen. In unserem Land hat es nie eine erfolgreiche demokratische Revolution gegeben. Die von 1848-49 scheiterte komplett. Die von 1918-19 brachte wenigstens eine, wenn auch instabile, Republik hervor. Manche zählen auch die Wende von 1989 zu den demokratischen Revolutionen. Allerdings ist sie bestenfalls eine nachholende Revolution gewesen, die keine dauerhaften institutionellen Innovationen hervorgebracht hat. Wir sind ja nur das geworden, was die Bundesrepublik schon war. In diesem Land hat da ja gerade die Linke ein kompliziertes Verhältnis zur Nation, da unter ihrem Namen allzu oft die Reaktion um sich schlug. Aber ich meine, dass es Zeit wird, sich diesen Begriff demokratisch anzueignen. Denn die Rechte wird das ohnehin versuchen. Und es wäre ein Fehler, wenn die Linke weiterhin darauf verzichtete. Eine Möglichkeit, wie eine demokratische Aneignung des Nationenverständnisses aussehen könnte, verdeutlicht das Lissabon-Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Dort wird eine Integrationsgrenze bestimmt, die zwar nicht absolut gesetzt werden kann, die sich vielmehr an einem Maßstab ausweist. Und das ist die demokratische Qualität. Es gibt auch Kritiken an diesem Urteil von linker Seite, insbesondere Fischer-Lescano. Dort wird allerdings bemängelt, dass der demokratische Maßstab noch zu abstrakt ausgearbeitet worden sei. Wünschenswert wäre tatsächlich eine Konkretisierung hin zu einem gehaltvollen Begriff sozialer Demokratie gewesen. Nun komme ich sechstens zu Europa. Das heißt fünftens. Damit sind wir nämlich bei unserem beliebten Konflikt der Linken angekommen. Sind wir nun proeuropäisch? In diversen programmatischen Texten der Linken kann man nachlesen, dass das so sei. Dennoch scheint es, als sei darüber ein Streit ausgesprochen. Was es in der Tat gegeben hat, war eine Mehrheitsmeinung und eine Minderheitsmeinung zum Thema Euro. In der öffentlichen Rezeption wurde daraus proeuropäisch versus europaskeptisch. Ich kann nur davor warnen, der Kanzlerin dazu folgen, dass der Euro der Kern der europäischen Idee sei. Das hat sie tatsächlich einmal gesagt und seither wird das unbewusst nachgesponnen. In der Linken hatte es immer harte Kritik am Modus der europäischen Integration gegeben und die wird es auch weiterhin geben, solange sich da nichts ändert. Jedoch haben wir uns immer von populistischer Europaschelte einschließlich D-Mark-Populismus ferngehalten. Die Frage ist, was ist das Ziel der Europäischen Union? Die Union, die wir wollen, folgt demokratischen und sozialstaatlichen Prinzipien. Sie soll Frieden fördern. Tatsächlich läuft die Europäische Union in eine Richtung, in der bürokratische und ökonomische Eliten demokratische Prozesse stilllegen bzw. verformen. Verelendung und Sozialstaatsabbau wird dabei billigend in Kauf genommen. Wenn man dagegen kämpft, ist man nach meiner Auffassung proeuropäisch. Der Gedanke dagegen, dass möglicherweise die Einführung des Euro in der Form, wie er eingeführt wurde, ein Fehler war, den hat die PDS bei seiner Einführung schon artikuliert.
Es ist aber aus meiner Sicht nicht zu erkennen, wie man diesen Fehler wieder korrigieren will, ohne dabei schwerste Erschütterungen und weitere Wohlstandsverluste auszulösen. Aber wo soll Europa hin? Sozialstaatlichkeit, Demokratie, Frieden und so weiter, das ist alles richtig, aber das sind allenfalls sehr abstrakte Bestimmungen. Welche konkreten, institutionell und realistisch machbaren Alternativen können wir vorschlagen? Welches Ziel soll eigentlich einmal am Ende der Integration stehen? Dazu hat sich noch niemand geäußert. Wer Europa neu begründen will, muss es auch können. Um sicherheitspolitische Aspekte aufzugreifen, Vorfälle wie der NSA-Skandal zeigen doch, dass man über europäische Sicherheitspolitik auch reden können sollte, ohne gleich im Fahrwasser der NATO-EU-Imperialen zu schwimmen. Wäre eine Sicherheitspolitik einschließlich Internetsicherheit, die unabhängig oder doch unabhängiger von den USA und vorläufig übrigens auch von Großbritannien organisiert würde, nicht etwa für die Linke ein interessantes Thema? Ich hatte vorhin schon meine Sorgen zum Demokratiezerfall in Osteuropa, zur problematischen Außenpolitik gegenüber der Ukraine und natürlich auch gegenüber Russland geäußert. Ist das nicht auch ein Handlungsfeld, das wir uns als Linke erschließen müssten, um über Sinn und Zweck von Europa zu sprechen? Europa, dazu gehört auch ganz Osteuropa. Auch gibt es keine kohärente Außenpolitik der EU. Das Hauptinstrument der EU-Außenpolitik, so auch bei Syrien, sind das Verhängen von Sanktionen und Wirtschaftspolitik. Jedoch ist das Verhältnis nationalstaatlicher Außenpolitik zur EU-Außenpolitik, gelinde gesagt, nicht wirklich spannungsfrei. Spanien möchte bessere wirtschaftliche Beziehungen zu Kuba, aber die EU blockiert. Während im syrischen Bürgerkrieg die EU Sanktionen unter anderem über den Kraftwerksbau verhängte, schloss die deutsche Firma Siemens am 13.11.2011 mit Syrien einen Vertrag über den Ausbau eines Gaskraftwerkes in Höhe von 305 Millionen Euro. Wie also könnte die Außenpolitik der EU besser institutionalisiert werden, um Kohärenzgewinne zu erzielen, aber ohne Verluste an demokratischer Kontrolle? Auch das wäre ein Thema, mit dem wir uns dringend auseinandersetzen müssen, wenn wir Alternativen vorschlagen wollen. Die EU ist wichtig. Zwischen den Mitgliedsländern gab es keine Kriege mehr. Solche Kriege aber prägten die früheren Jahrhunderte. Wir wollen aber die EU anders und müssen möglichst genau sagen, wie. Dankeschön.